NDR1 Radio MV mit dem Kulturjournal. 2014 ist Jürgen Brinkmann Jahr. Am 3. Juli jährt sich sein Geburtstag zum 200. Mal. Der Mann aus Rostock zählt neben Fritz Reuter zu den großen niederdeutschen Autoren des 19. Jahrhunderts. Und ihm zu Ehren wird es in diesem Jahr natürlich zahlreiche Veranstaltungen geben. Und seit gestern Abend ist auch klar, wer die Veranstaltung der Jürgen Brinkmann Gesellschaft koordinieren wird. Dieter Kölpin. Gestern Abend frisch zum Vorsitzenden für das Festkomitee gewählt. Dieter Kölpin, wie groß ist denn heute die Freude darüber, nachdem Sie nun eine Nacht darüber geschlafen haben? Also ganz große Freude ist bei mir noch nicht aufgekommen, aber ich sehe darin auch in erster Linie nicht mein Anliegen, sondern ich sollte eigentlich zufrieden darüber sein, dass man mich ausgewählt hat. Mussten Sie denn auch sagen, ich nehme die Wahl an, oder hat ein kurzes plattdütsches Jo langt? Das plattdütsche Jo hat langt. Hast du doch gesagt? Ja, ich hab das gesagt. Ich hab nicht lange, aber Längen gebraucht. Welche Veranstaltungen sind denn jetzt ganz konkret im Jürgen Brinkmann Jahr 2014 geplant? Also ich möchte mich auf ganz wenige Dinge konzentrieren. Genau. Und zwar auf den Geburtstag Brinkmann selber. Zu diesem Ereignis werden wir in Güstrow eine Kranzniederlegung an der renovierten Brinkmann-Grabanlage durchführen. Die Güstrower Plattschneider haben eine Sammlung einberufen. Mit mir noch sagen, du bist auch ein von den Plattschneider in Güstrow. Da bin ich auch, ja. Also die Güstrower Plattschneider haben diese Spendenaktion ins Leben gerufen, um die doch recht verwahrloste Grabanlage auf dem Güstrower Friedhof zum Ehrentag wiederherzurichten. Und können davon ausgehen, dass Brinkmanns Grabstätte als ein Punkt der Ehrung wieder in einem sehr ordentlichen Zustand gesetzt wird. Als Vorsitzender des Festkomitees, was müssen Sie jetzt konkret machen? Sie müssen ja die ganzen Veranstaltungen koordinieren, die die Jürgen Brinkmann Gesellschaft Brinkmann zu Ehren auf den Weg bringen will. Was konkret machen Sie da? Wir wollen zunächst mal einen Flyer erstellen, auf dem alle in unserer Region bekannten Aktivitäten zusammengetragen werden und dann veröffentlicht werden, dass das in die Öffentlichkeit kommt. Was steht zum Beispiel dann noch auf diesem Flyer drauf? Dass es eine Festveranstaltung in Rostock geben wird am 3.7. und in der Aula des Jung-Brinkmann-Gymnasiums in Güstrow. Die werden festlichen Charakter haben. Es werden also Festredner zu Wort kommen, die das Leben und Werk Brinkmanns in seinen verschiedenen Lebensphasen zur Sprache bringen. Und wir rechnen ganz fest auch damit, dass die Stadtvertretung in Güstrow bis zu dem Zeitpunkt die Entscheidung über die Ehrenbürgerschaft Brinkmanns, die beantragt worden ist von der Jung-Brinkmann-Gesellschaft, entschieden hat. Haben Sie da Zweifel, dass es da ein Ja geben könnte? Nein, zumal der Bürgermeister sich ohnehin sehr wohlwollend über Brinkmanns Werk und Brinkmanns Tun in Güstrow geäußert hat, sodass man davon ausgehen kann, dass diese Ehrung stattfinden wird. Es wird ja außerdem noch eine Bildbiografie über Brinkmann erscheinen, die auch vom Land gefördert wird. Was genau haben Sie da vor? Die beiden Autoren sind Dr. Richard und Herr Wolfgang Siegmund, der Vorsitzende der Jung-Brinkmann-Gesellschaft. Über das Leben Brinkmanns ist vieles bekannt. Aber dass es auch sehr viele Bilder noch zu seinen Lebenszeiten gibt, von denen zu berichten ist, wird in dieser Biografie erscheinen. Dieter Kölpin, was bedeutet Ihnen persönlich denn Jürgen Brinkmann? Ich bin gebürtiger Güstrower und habe seit frühester Kindheit immer gerne mit den Plattschneidern in meinem Verwandtenkreis geredet. Und das hat mir die Türen geöffnet und mich Brinkmann zugeführt. Dabei will ich nicht sagen, dass ich ein Experte bin. Aber die Tatsache, dass er Güstrower Stadtbürger war und seine ersten Werke in Güstrow geschrieben hat, seine Grabstätte hier in Güstrow ist und auch ein besonderes Denkmal von Brinkmann hier in Güstrow steht, das hat mich diesem Mann schon sehr nahe gebracht. Jetzt sind Sie der Vorsitzende, gestern Abend frisch gewählt, der Vorsitzende des Festkomitees, und werden sich kümmern um die Koordinierung all der Veranstaltungen, die zu Ehren Brinkmanns in diesem Jahr stattfinden. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre neue Aufgabe. Ich danke Ihnen sehr, Frau Meier.